Hey Bambi, sag doch dieser blonden Bohnenstange, que se cuida la naguita esa porque si no la va tumbar todo tinto rubio de la cabeza. Könntest du mir das bitte aufschreiben? Und mit Dr. Cox? Wir beide verstehen uns glänzend. Ich bin sowas wie sein Schützling. Ich brauche seine Akte, seine Längst Blutwerte. Rausgesucht und vorsortiert. Tja, schade, Dr. Barner. Ich habe leider keine Fleißbällchen mehr. Beidseitige Pneumonie mit 31. Wie viel raucht der Typ? Weiß ich nicht. Also, wenn mich was an dir beeindruckt, dann ist es deine große Leidenschaft für Details. Wie viele Schachteln rauchst du, Kleiner? Eine halbe am Tag. Oh, entschuldige, ich habe die Frage falsch formuliert. Wie viele Schachteln rauchst du wirklich? Jetzt blickt ihr überhaupt nicht mehr durch. Zwei oder drei. Dann lass mal hören. Oh, ich rauche überhaupt nicht, also gar keine Schachtel. Was hast du für ihn vorgesehen? Oh, ich habe schon verstanden, das war nur ein kleiner Witz. Klar, ein kleiner Witz am Rande kann nie schaden. Ich mag Will, aber das macht es umso schwieriger. Ich lasse Blutkulturen anlegen und wir machen einen Dünnschicht-CT. Was glaubt ihr, was es ist? Krebs. Wenn man das Wort Krebs ausspricht, reagiert jeder Patient gleich. Sehr gut. Nicht so. Das meinte ich.